Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Meine Oma ist Geheimagentin. Ich nenne sie Top Sigrid. Was feiern Flüchtlinge an Neujahr? Silvester. Mathematik ist die Kunst, praktische Probleme so kompliziert zu machen, dass man Dinge berechnen kann, die niemanden interessieren. Pro-Tipp für den Freitagabend. Im Lokal laut verkünden, eine Runde für alle auf mir. Irgendein Klugscheißer wird dann schon auf mich schreien. Meine Oma ist jetzt bei der Security. Ich nenne sie Hildegard. Also, es kommt ein Mann in eine Bar. Den Rest habe ich vergessen, aber deine Mutter ist eine Hure. Was ist der Unterschied zwischen dir und einer Tomate? Die Tomate ist kein Lauch. Du liegst grundsätzlich falsch, wenn du nicht auf, unter oder neben mir liegst. Warum Frauen so viel reden und Männer alles überdenken? Ganz einfach, weil Frauen vier Lippen und Männer zwei Köpfe haben. Meine Tierliebe beschränkt sich auf das ausgiebige Streicheln von Kühen, um eine optional zarte Fleischqualität zu garantieren. Hab mir jetzt für den Winter eine zweite Schneeschaufel gekauft. Ich paarschippe jetzt. Dozent, wie viele Inseln gibt es auf der Karibik und wie heißen sie? Prüfling, es gibt viele Inseln auf der Karibik und ich heiße Kevin. Krieg 1942. Alle Frauen im Dorf werden von Soldaten vergewaltigt. Verschont doch wenigstens die Oma, fleht einer der jungen Frauen. Nix da, Krieg ist Krieg, sagt die Oma. Heutzutage hat ein 13-jähriges Mädchen schon mehr Ständer in der Hand als ein polnischer Gerüstbauer, der kurz vor der Rente steht. Xavier Naidoo wird immer nur auf seine politische Meinung reduziert. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass seine Musik auch ziemlich scheiße ist. Heute ist Tag 127, seit ich angefangen habe, willkürlich Tage zu zählen. Was macht eine Wolke mit Juckreiz? Sie fliegt zum Wolkenkratzer. Ich habe meinem Kumpel einen Limonadenwitz erzählt. Fand er lustig. Hier liegt ein Schuh. Einfach nur ein Schuh. Passiert mir auch oft. Ich bin unterwegs, verliere einen Schuh und denke mir, naja, was soll's. Habe mir gerade einen Notizblock für wichtige Sachen gekauft. Wollte mir gerade Stift kaufen, aufschreiben. Aber ja. Ich mag ja Ironie, aber dieses Guten Morgen ist schon ein bisschen übertrieben. Es wird Winter. Für meine Freundin heißt das Kuschelzeit. Für mich Dauerständer und Haare in der Fresse. T9 hat bei mir gerade Kindergarten zu Kardashian ausgebessert. Der Erfinder der Autokorrektur ist ein Erdloch und soll sich ins Knie fügen. Bei Gefallen, Daumen hoch und Video teilen. Links kommt ihr nun zu meinem Kanal-Trailer und darunter könnt ihr direkt abonnieren, um nichts dazu zu verpassen. Lustige Witze gibt es nicht nur jeden Freitag auf YouTube, sondern jetzt täglich auf meiner Facebook-Seite Master Jam. Bis nächste Woche.